Hallo Freunde, ich wünsche euch ein frohes Osterfest. Wir haben dieses Jahr ein außergewöhnliches Osterfest. Ich glaube, da stimmt ihr mir alle zu. Und aus dem Grund habe ich euch ein außergewöhnliches Tier mitgebracht. Der hat auch so ein bisschen von allem, so wie die Zeit jetzt auch. Die hat ein bisschen Freude, die hat ein bisschen Trauer, ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Verzweiflung. Ja, ich hoffe, du verzweifelst hier nicht. Du darfst doch hier jetzt im Video sein. Aber so ein bisschen zeigt er die Laune, die Stimmung, die wir alle haben. Die einen haben schon die Ohren in H8-Stimmung, wird es jetzt bald besser. Andere haben also noch und lassen die Ohren hängen. Ja, ich denke mal, wir sollten nicht alle die Ohren hängen lassen. Wir haben jetzt schon dicke 3 Wochen geschafft mit der Kontaktsperre. Und die Hälfte ist schon dabei. Die Hälfte sieht schon die Kontaktsperre zu Ende gehen. Die andere Hälfte, die kriegen wir sicherlich auch noch hin. Da noch nicht, kommt aber jetzt. Aber nichtsdestotrotz, lasst uns doch Ostern machen, so wie uns das gefällt, so wie wir das möchten. Ja, wolltest du schon gehen? Hast du schon Ostern? Er hat schon was gehört. Der will schon los auf Ostern, er müsste schon Party machen. Aber für Party ist vielleicht später wieder Zeit. Lasst uns noch ein paar Wochen so ein bisschen in Ruhe, in Besinnlichkeit, eigentlich passend zum Osternfest, im engsten Kreis der Familie etwas gestalten. Unsere Häschen hier gehören auch zum engsten Kreis der Familie. Und ganz viele Menschen haben natürlich ein Tier zu Hause. Und das Tier ist die ganze Familie. Oder das Tier gehört zur Familie. Die ganze Familie mag das Tier. Ich finde das eigentlich toll. Das ist Ostern, das ist eine Osterfamilie. Alle sind wir zusammen. Ja, und alle warten wir darauf, dass es wieder losgeht. Dass wir wieder nach draußen können. In eigenen Garten dürfen wir ja schon. Die Bäume haben jetzt ausgeschlagen. Es wird alles wieder grün. Wir kriegen Frühling. Und mit dem Frühling wird mit Sicherheit auch die Wende kommen. Die Wende, dass alles wieder besser, schöner wird. Wird nicht alles auf einen Schlag sein. Aber ich denke mal, wir können jetzt schon beruhigt in die Ferne sehen. Es wird einfach alles toll. Ich habe gehört, die letzten Tage ist halt so, die meisten sitzen nur noch an der Klimperkiste an ihrem Handy und bestellen irgendwas im Netz und sehen gar nicht mehr, wie schön die Welt ist. Sobald das losgeht. Oder die Zoofachgeschäfte, die dürfen eh los haben. Geht die doch einfach mal besuchen. Die Inhaber werden sich sicherlich freuen. Oder wenn wir nicht so weit sind, dann kommt er einfach zu uns. Aber überall sind spannende Tiere, ist schön zu gucken. Und kauft mal bei einem Fachhändler in eurer Nähe. Der braucht das jetzt besonders. Euch geht es im Augenblick auch nicht so toll. Aber wem geht es schon so toll? Aber warum soll man nicht Kummer und Leid und Freude teilen? Das wäre doch wirklich mal was Schönes zu Ostern. Das wäre doch mal eine Aufgabe. Wünscht doch mal eurem Zoofachhändler frohe Ostern und den ganzen anderen kleinen Geschäften, die ihr so kennt an der Ecke. Man muss nicht immer nach Konzerne gehen und von da aus anonym bestellen, sondern macht mal ein bisschen Nächstenliebe. Tja, aber alle, die jetzt niemanden haben, mit dem man zusammen Ostern feiert, die haben bestimmt etwas, nur eben kein Mensch, ein Tier. Ein Tier ist viel vertrauter, viel zutraulicher. Ein Tier ist immer ehrlich. Die ehrlichen Augen, die können nicht nur nicht lügen, sondern die lügen auch nicht. Da ist ein hundertprozentiges Vertrauen. Wenn man eben keine Freunde hat, wenn man ja zurzeit in der Wohnung sitzt und gar nicht rausgehen kann, ja, da ist ein Tier die ganz große Hilfe. Aber bitte vergesst nach der Zeit, wo wir alle so ein bisschen enger sitzen, nicht eure Tiere, sondern die begleiten uns unser ganzes Leben. Wir haben unser ganzes Leben. Vertrauen die uns. Wir sind deren Freunde auf Dauer. Wir sind nicht nur mal für ein paar Wochen Quarantäne Freunde. Nee, wir sind immer Freunde, wir sind immer Partner. Mit uns ist das immer schön. Und auch mit und ohne Quarantäne bin ich ganz oft viel, viel lieber zusammen mit meinen Tieren, als mit irgendwelchen Menschen, die mir was erzählen, was ich eh nicht hören wollte. Oder die mir nicht zuhören, meine Geschichten, weil ich mal unbedingt eine Geschichte loswerden will. Das sind meine Freunde, das sind unsere Tiere. Also ich kenne sehr viele Menschen, die stehen gar nicht darauf, mit Menschen ein Osterfest oder etwas anderes zu verbringen, sondern die mögen die Tiere. Und die haben die Tiere super lieb und immer um sich. Und ich verstehe das. Ich muss also ehrlich sagen, ich bin natürlich Tierfreak. Ich habe so viele Tiere. Ich habe so viele Stunden, Tage, Wochen, Jahre mit meinen Tieren verbracht. Also in ganz vielen Sachen ziehe ich auch meine Tiere vor
vor vielen Freunden und Bekannten. Mich persönlich trifft diese Quarantäne so gut wie überhaupt nicht, denn ich bin ja in meinem Reich der Tiere. Ich bin ja in Norberts Welt, die Welt, die ihr gerade schaut. Und wenn ihr meine ganzen Videos alle schaut, dann seht ihr, ich bin da immer mit Tieren. Ja, natürlich habe ich auch manchmal Gäste, manchmal sind auch Menschen da. Klar habe ich auch ein paar menschliche Freunde, aber die meisten meiner Freunde, das sind halt die Tiere. Und da weiß ich, da ist Verlass drauf. Die finde ich toll, die finden mich toll, die sind gerne bei mir. Wir sind Tierfreunde. Und was sind überhaupt Tierfreunde? Tierfreunde sind die Freunde der Tiere. Also so Kaninchen, die mögen nicht alleine sein. In der Natur leben sie in Gruppen. Ja, die Gruppe, wir können ja nicht immer eine ganze Gruppe Kaninchen halten. Dann verträgt sich am besten natürlich, wenn ich nur zwei halten kann, ein Pärchen. Aber ein Pärchen sollte man dran denken, dann natürlich das Männchen kastriert zu erwerben. Denn sonst haben wir demnächst doch die Gruppe. Und ob jemand die Gruppe zu Hause haben will, ja, das ist natürlich auch alles nicht so einfach. Das sind sicherlich Themen, die in einem anderen Video besprochen werden müssen. Habt auf einmal ganz viele Kaninchen. Und da wollten wir nicht drüber reden. Wir wollten ja heute darüber reden, dass wir Freunde haben und dass Tiere wahre Freunde sind und diese Freunde uns unser Leben begleiten. Und das ist ein schönes Hobby. Und ich denke mal, das ist auch ein schönes Osterfest, zusammen mit den Tieren das Osterfest zu genießen. Aber wir sehen ja hier an unserem Häschen, es ist Zeit. Es ist Zeit, dass es besser wird. Er hält schon ein Ohr ganz steif nach oben. Das andere, ja, bei ihm kommt halt nicht. Er gehört zu der Art, die eben halt solche schönen Hängeohren haben. Aber hin und wieder schlägt die Natur uns ein Schnippchen. Und dann hat man eben ein Ohr hoch und ein Ohr runter. Aber ich denke, die Zeit ist ganz nah. Und dann haben wir beide alle wieder, ihr auch, die Ohren nach oben. Und wir sehen positiv in die Zukunft. Du guckst da schon hin, er guckt da schon hin. Und dann wird das alles besser. Und das wird besser mit den ganzen Freunden, mit den Geschäften, mit unseren Verwandten. Wir werden uns wieder treffen. Wir werden zusammenleben. Das wünschen wir uns jetzt zu Ostern. Und wenn wir uns alle zusammen das wünschen, dass wir wieder die alten Verhältnisse haben, dann kriegen wir die. Darauf wünsche ich euch dieses Jahr frohe Ostern.